Also, wir beginnen jetzt hier unsere Dokumentation. Wir haben vor 2 Wochen einen alten Schulbus gekauft und wir werden ihn in ein Wohnmobil umbauen. Das Ganze wird einiges an Arbeit benötigen. Wir sind gerade dabei, die Sitze rauszuschmeißen. Das kann man hier auf der anderen Seite gut sehen. Leider sind manche Bolzen, drehen manche Bolzen durch, die muss man dann abflexen. Aber hier liegen einige Sitze schon rum. Und wenn man hier reinschaut, dann sieht man hier Baustelle. Und so sieht das hier immer aus. Und hier wird schwer gearbeitet, wie man sieht. Und das Ganze nimmt jetzt seinen Lauf. Hier da drüben ist eine Heizung. Und da ist noch eine Heizung, die müssen wir gleich noch abmachen. Aber erst sind die Sitze dran. So, wir haben einen 2006 Bluebird Bus gekauft. Der hat einen, ich mache das mal eben auf, hier hinten, einen Caterpillar C7 Turbodieselmotor. Gerade mal schlappe 100.000 Meilen auf dem Buckel. Sieht also noch ganz gut aus. Bei Bussen ist alles ein bisschen größer. Das ist der Auspuff. Ja, die Räder sind noch gut. Haben noch 90% Profil. Wir haben Stauraum unterhalb des Busses. Und ja, so sieht das Ding aus. Wir werden die Fenster rausnehmen, die quasi Fensterrahmen durchflexen, nachdem wir das Dach abgestützt haben, und das Dach um ca. 40, 45, 50 cm nach oben erweitern und dann entsprechend schweißen. Stoppschild ist auch noch dran, das müssen wir leider abbauen. Ja, und ihr könnt teilhaben und folgen auf unseren Kanälen, wenn ihr wollt. Wir werden das dokumentieren. Das ist unser Plan. Wir wollen immer schon was Verrücktes tun. Und jetzt sind wir dabei und tun's. Bis bald!